Okay. Gut. Also, wie fandet ihr bis jetzt die Linux-Schrift an Wien? Also, davon schaut. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden. Also, ich habe auch recht viele Besucher gehabt. Vorträge, also zumindest in diesem Raum, waren immer ziemlich gut gefüllt. Die anderen habe ich leider nicht anschauen können. Und ich glaube auch, dass es jetzt ganz gut ist, dass es natürlich auch von der Und wie war, also war es schon schwierig, das hier zu managen oder ging es ganz leicht? Die ganzen Firmen hier herzuholen, zum Beispiel Bisek und so weiter? Naja, schwierig oder leicht, also man muss sich halt ein bisschen kümmern, das ist auch nicht zu mehr, aber im Großen und Ganzen ist schon auch ein Interesse da, also auf der Seite der Firmen. Haben Sie auch eigene Projekte hier? Oder? Ja, also wir sind mit dem Quintessenz da, das sind Freunde, der unter anderem auch die Quarterbots organisiert. Wir sind immer ein Banner über der Bahn gespannt, weil es eine Personalunion ist. Und ich bin jetzt selber noch mit keinem eigenen Open Source Projekt hier, aber freue mich, dass andere Projekte jetzt interessieren. Also, das war auch nicht nur für jemanden daheim, sondern auch für die Open Source Projekte. Okay, und programmieren Sie auch selber oder vielleicht irgendwas in Python oder sowas? Ich programmiere auch selber, allerdings habe ich relativ wenig, also jetzt veröffentlichen Quelltext, weil ich einfach noch ein Projekt geschickt habe. Können Sie eine Programmiersprache empfehlen? Wäre vielleicht interessant für den Programmierer. Ich programmiere relativ viel in Ruby, das waren vielleicht Leute, die Python mögen, nicht so sehr spannend finden, aber ich persönlich mag keine Ahnung. Okay, dann danke nochmal für das Interview. Und ja. Okay.